Hier sehen Sie die Rezeption von der Europa. Hier sind wir im Foyer. Pianobar. Die gläsernen Auszüge. Super schön gemacht. Pianobar. Und hier die Rezeption. Hier geht es auf KK-Bereich, durch die Tür im Fitnesscenter, kann man dann schön zum KK. Es war so windig, das heißt, wir haben oben beim FKK-Deck dann ein Bett, Eine sehr hohe Bedeutung hier, oder? Gold. So, hier sind wir im Golfbereich, wie man unschwer erkennen kann. Was natürlich für die Gäste, die gerne trotzdem an den Abstand üben möchten, auch wenn sie auf hoher See sind. Wir haben also hier Reinen auf der Stufe 2 und 2 Golf-Simulatoren. Das heißt, man kann das einstellen. Die Gäste können sich in die Liste eintragen, wenn sie das selbst bedienen möchten, und können hier einfach üben. Das ist dann auch kostenlos. Sie können natürlich einen Personal Trainer, er heißt John, ist mit an Bord, unser Schotte, der fährt auf der Europa und auf der Europa 2 immer als Golfpro immer fest mit. Aber wir haben natürlich immer auch Golfreisen auf der Europa und auf der Europa 2. Das sind besondere Reisen, wo wir Golf an Land spielen mit den Gästen. Sprich, das sind dann immer meistens 3-4 Golfplätze, die stehen aber auch immer im Preisteil hinten drin, wo gespielt wird, ob das 3 oder 4 sind, das ist ein Aufpreis. Das heißt, die Gäste bekommen aber dann auch so Serviceleistungen, dass das Golf gibt. Ich weiß nicht, weil jeder geht andersrum. Ich weiß es nicht. Darf ich mal bitten, alles ein bisschen näher zusammenzukommen? Hallo. So, erstmal, mein Name ist John Sample. Schönen guten Tag. Ich bin PGA Golf Professional hier auf der MS Europa. Wie man das hört, ich bin kein Deutscher, ich komme aus Schottland, der Heimat des Golfspiels. Und ich hoffe, ich kann mich gut verständigen, hoffe ich zumindest. Ich würde gerne zeigen, wie dieses Gerät funktioniert. Bitte alle nach vorne kommen. Darf ich mal fragen, spielt jemand Golf überhaupt? Nein? Wir haben eine Ostseereise gemacht und wir haben viele Ausflüge. Und, aber trotzdem, der letzte Seetag war komplett voll. Man muss melden unten bei der Rezeption, mein Stundenplan liegt da unten. Es ist nötig zu melden, sonst gibt es hier oben Chaos. Es ist kostenlos für die Gäste, wenn die das alleine machen möchten. Aber beim Unterricht, kostet 35 Euro halbe Stunde, 70 Euro eine Stunde. Das Gerät zu bedienen ist ganz leicht. Zum Beispiel, es gibt eine sogenannte Driving Range, das ist, wo man hingeht, man schlägt Bälle, bevor man auf den Platz geht. Man muss nur ein paar Mal drücken. Practice. Driving Range und man ist schon da. Man schlägt gegen diese Leinwand und die Höhe des Balls wird gezeigt, die Länge des Balls wird gezeigt und die Kurve des Balls wird gezeigt. Ich schlag ein paar Bälle. Ein bisschen weiter zu. Na, ich mache mit Absicht eine Kurve, dass man die Kurve sehen kann. Man sieht deutlich die Kurve. Man sieht die Höhe des Balls. Und hier oben links wird gezeigt die Länge des Balls. 164 Meter, 155 Meter Carry und 125 Miles per Hour. Es gibt zwei Bretter hier, eine hier, zwei um Band und zwei um Dach. In diesem Bereich ist es voll mit Laserstrahlungen. Der Ball wird hier durchgeschossen und der Drall des Balls wird gemessen und die Geschwindigkeit des Balls wird gemessen. Es gibt auch die Möglichkeit, auf den Golfplatz zu gehen. Alles wird gesteuert über dieses rote Quadrat. Drücken, Exit, Yes. Dreimal drücken und man ist wieder da. Play Golf. Courses. Es gibt 36 Golfplätze zur Verfügung und ich nehme mal St. Andrews, Scotland.
Es dauert so 20 Sekunden, bis das auflädt und man steht quasi auf dem ersten Abschlag. Man sieht nicht so viel von diesem Bild, dafür gibt es andere Möglichkeiten. Flyby, das ist eine Hubschrauberblick, dass man das von oben sehen kann, was man zu tun hat, wo man hinspielen soll. So. Man sieht oben, die Länge des Lochs ist 334 Meter. Normalerweise würde ich eine andere Schläge nehmen, aber ich mache das einfach so mit Eisen 7. Man sieht die Körbe des Balls. Man wird gleich sehen, wie lange ich geschlagen habe auf die linke Seite oben. 174 Meter geschlagen und 183 Meter übrig. Na, wie gesagt, normalerweise würde ich eine andere Schläge nehmen, aber ich schlage immer weiter mit denen. Man sieht die Fahne nicht so gut, dafür gibt es diese Spot Pin an eine ganz große Fahne, kommt hoch und zeigt die Richtung, wo man hinschlagen soll. Das zu erreichen mit einem 7 wird schwer, aber ich versuche es. Ah, geschafft. Hat jemand Fragen über diese Geräte überhaupt? Hat jemand Fragen über Golf? Nein, ich nicht. Möchte jemand gern kurz Boxenstopp machen? Kleinigkeit trinken? Wasser, einen Saft, glaube ich, haben wir, ein Gläschen Champagner. Genau, ein bisschen Wein, ein bisschen Bier. Wasser? Ja. Für mich auch, Soda. Ja. Wir haben natürlich noch viel vor, deswegen nicht zu lange. Das ist interessant, das ist das Sein sehr gut. Wo man natürlich wunderbar zum Beispiel einen wundervollen Sundowner nehmen kann. Gerade die Schiffe gehen ja bei uns in der meisten. So, das ist einer unserer Restaurants, so kann ich ein bisschen lauter reden. Das ist unser Lido Café, wie man schön sieht. Man kann drinnen und draußen sitzen. Klar, wir haben im Moment Gästewechsel, das nutzen wir natürlich mal, die Tiefholz außen schön zu schrubben, sauber zu machen, weil das können wir natürlich machen, wenn die Gäste an Bord sind. Hier kann schön gefrühstückt werden, Mittagessen, Abendessen, das findet man auch so besondere Abende statt, das zum Beispiel mal heißt Barbecue, wo schon draußen gegrillt wird. Hier können die Gäste jederzeit ohne Reservierung kommen, außer wenn sie so einen spezialisierten Abend haben, wo sie sagen, okay, mit Anmeldung, aber das steht dann auch jeweils im jeweiligen Tagesprogramm. Wird von den Gästen gerade natürlich in Regionen, wenn so tolles Wetter ist, wunderbar genutzt. Und hier sind auch für die Gäste, die sagen, wir möchten es ein bisschen bescherer haben. Also wenn zum Beispiel ein Gast sagt, Mensch, ich weigere mich im Smoking und beim Gala, das will ich nicht. Und das leckere Essen soll Kielwasser sein, nicht so ein paar Sekte. Also so ein richtiges, dass ich für alles zahlen muss, ist es nicht. Weil wenn die Gäste jetzt an die Bar gehen, an die Poolbar, sagen, ich möchte gerne einen Kaffee, einen Espresso haben, dann ist der kostenlos, weil den stellen wir her. Den müssen wir ja nicht lagern. Das ist so ein Teebag, der, es geht wie gesagt ja auch nicht um die Kosten, es geht eben um die Lagerung. Hier in der Poolbar wird auch sehr, sehr gerne bei den Gästen genommen. Die Nachmittagstee Kaffee melden wir einnehmen, sondern die weltberühmten Waffeln, aufgepasst, die hier in die Postkarte hat, diese weltberühmten Waffeln werden hier serviert, mit Sahne, Eis, Vanillesoße, verschiedene Beeren, schmecken super lecker. Ich habe gehört, dass die Waffeln und Zettel unterschiedlich sind, also von euch zwei, Hier haben wir dann das typische Shuffleboard. Ich habe hier genauso gespielt. Wir haben den anderen Schiffen. So, ein Deck. Hier, Kaffeestation, die ist kostenlos. Die kann man kostenlos benutzen. Zu. Ja, toll gemacht, ne? Das war schon zu gut. Wir spielen eine Hand.
hier haben wir eine Spa-Suite. Das ist ein Nummer 2. Und hier haben wir Badewanne, Whirlpool mit Tageslicht. Das ist natürlich sehr schön gemacht. Hier hat man den begehbaren Kleiderschrank, Kaffeemaschine. Und hier sehen wir den Balkon. Sieht schon ganz toll aus. Und auch noch Dusche. Einfach so nicht auf den Expeditionsschiffen ist. Friseur und Arzt haben auf allen Schiffen. Dialyse gibt es nur auf der Europa und auf der Europa 2. Hier sehen wir die Rezeption mit Friseur. Im Spa-Bereich. Alles. Immer ganz wichtig, ganz toll. Tauben. Und Tauben. Hier ist die Europa Lounge. Verschiedene Show-Acts. Wir haben also keine feste Künstler-Crew, sondern das wechselt immer. Wenn ihr den Katalog auch mal dann vielleicht zu Hause euch mal näher anschaut, werdet ihr sehen, es ist sehr viel mit Klassik. Wir haben besondere Events für Beispiel Ocean Festival, Stella Maris, wo zum Beispiel aus allen Opernhäusern die weltbesten Nachwuchsopernsänger eingeladen werden. Die machen dann verschiedene Konzerte, beispielsweise eine Team ist dann Operettenlieder, am anderen ist es irgendwie Volkslieder. Die Gäste stimmen ab und es gibt eine Fachjury und am Schluss die Gäste natürlich gerne mal ihren Gin, Cognac, Whisky. Einer hat die Karte, wie viele Bars sich auf der Europa befinden. Das sind 6. Das war die Belvedere, die Poolbar, die Havanna, die Gatsby-Bar, die Piano-Bar und die Sandy-Bar. Ja, also Gatsby-Bar, das haben wir alle Bars auch angeschaut. Und wo darf Zigarren geraucht werden? Ist man ein bisschen von den Herrschaften, sagen wir, Stammgästen so ein bisschen unterschiedlich, eigentlich voll, also wenn man ja so Stühle, ist es einfach halt Geschmackssache. Dem einen gefällt das mehr, dem anderen die andere Sache. Fragen? Ja, die Preise sind ganz schön. Das können wir gerne machen. Da würde ich bitten, weil ich jetzt nicht alle von euch betreue, alle, die gerne mal eine Barkarte haben möchten, auch beispielsweise von Europa 2 von Gedrängen, sollte mir einfach eine E-Mail schicken. So, das ist der Juwelier Wempe. Hier ist das große Restaurant und hier heraus sind die Spezialitäten des Salons rechts und links. Hier ist das Restaurant von Peter Müller, auch sogar Spezialitäten des Salons. Ganz, ganz toll eingerichtet, mit Blick. Das sehr gut. So, wir fahren jetzt von Deck 4, wo die Rezeption ist, auf Deck 8. Hier ist ein kleiner Empfang für uns. Sehr schön. Ich
spezielle Restaurant, super nett eingerichtet, wirklich das Essen serviert, ganz, ganz toll, edel, das hintere Stück. Abendveranstaltungen ist. Aber was auch ganz klassisch ist in der Club Belvedere, ist so dieses ja, schön Afternoon-Tea, schön Kaffee und Kuchen trinken. Da gehen ganz sehr gerne hin, weil man hat einen wunderschönen Panoramablick. Man kann jetzt nicht draußen sitzen, das geht aus Sicherheitsgründen nicht auf dem Schiff hier vorne, aber man setzt sich hier schön hin. Gemütlich ist auch der Ort für die Gäste, die abends auch mal ein bisschen Ruhe suchen, weil schön gemütlich die Zeitung lesen möchten. Und wie gesagt, die Bar hat dann auch in Öffnungszeiten, wie es im Tagesprogramm steht, dann geöffnet, ist aber meistens frühestens am Nachmittag. Abends finden hier auch so kleine Veranstaltungen statt. Wir haben ja auch die sogenannte Europa-Lounge, die schauen wir uns noch an, wo mehr so größere Veranstaltungen sind. Aber wir haben gerade auf der Europa sehr viele auch klassische Konzerte, auch im kleinen Bereich oder auch mal eine Lesung. Wir gehen dann wissen ja dann schon, naja, es werden nicht alle Gäste, die an Bord sind, zu der Lesung gehen. Das heißt, wir wollen einen kleinen, intimeren Rahmen haben, dann finden wir das hier statt. Ja, wir haben von den Sternen gerade schon gesprochen, die Europa hat 5 Sterne plus mit der Schwester Europa 2 zusammen. Die Europa 2 hat ein paar Punkte mehr bekommen. Jetzt sind wir in der Bibliothek. Einer wird die Frage haben, wo befindet sich der Globus? Wir sind hier in der Bibliothek, wie man unschwer erkennen kann. Das heißt, hier können die Gäste jederzeit rein und rausgehen, sich ein Buch nehmen und wir würden uns halt wünschen, dass wir das Buch dann am Ende der Kreuzfahrt wieder abgeben. Ist immer so ein Zwischending, manchmal haben wir mehr Bücher wie zu Anfang der Reise, weil Leute einfach das Buch da lassen, auch das schleppe ich jetzt nicht mit heim. Es sind aber auch mal Bücher, die verschwinden, aber das ist einfach so ein Vertrauen den Gästen gegenüber. Hier kann man sich auch wunderbar zurückziehen. Ich weiß noch, wie